Name your game. So, und wir sind noch dabei, hier was über die Kirche des Westens zu erfahren. Das habe ich ja auch mal gelernt, schneller zu rennen. Let's see. Oh, do you need me for something? Oh, hallo, wolltet ihr irgendwas? Sorry, tut mir leid, ich habe gerade zu tun. Ja, passt schon, den hatten wir doch schon. Hier ist noch ein Obergeschoss. Ah, das ist ja versteckt. Der rote Canyon von Xanodo ist ein Ort von großer Bedeutung für die Kirche. Selbst Mitglieder der Kirche dürfen ihn nicht ohne Erlaubnis betreten. An solch einem heiligen Ort herumzutrampeln, bei diesen Banditen handelt es sich wahrlich um völlig verkommene Gestalten. Ja, das finde ich auch. Was ist denn das hier? Mal hier rein. Hier ist nichts, aber hier ist irgendwas. Taktikfibel, ein Buch, das Grundkenntnisse über Strategien enthält. Es sieht aus, als wäre es nicht oft gelesen worden. Thanks for your help. Ich habe ein paar Ritter ausgewählt, die dich unterstützen sollen. Sie werden dir in der bevorstehenden Schlacht als Bataillone zur Seite stehen. Ich bin mir sicher, sie werden dir nützlich sein. Haben wir es? Das war jetzt zufällig. Ja, bravo, die Quest geschafft. Inventar im Items-Menü kannst du Items zum Lagern mitnehmen und tauschen auswählen oder für deine Einheiten benutzen. Überschüssige Items wandern in den Vorrat. Wähle Fertigkeiten und Kampftechniken aus, um deine Einheiten mit dem auszustatten, was sie gelernt haben. Wähle Bataillon, um deinen Einheiten Bataillone zuzuweisen. Wähle Klassenwechsel, um nach Belieben zu anderen Klassen zu wechseln, für die die Einheit qualifiziert ist. Gemeisterte Klassen sind mit einem Stern gekennzeichnet. Okay. Wir gucken uns hier trotzdem noch ein bisschen um. Das ist ganz schön, finde ich eigentlich. Also mir gefällt's hier. Wappenapparatur. Da stecken ein paar Haare im Gerät. Sind das etwa meine? Was für ein Klassenkampf, solch exzellente Führung der Einheiten. Es kommt nicht oft vor, dass jemand auf so beispielhafte Weise das Kommando ergreift. Und dazu noch die Macht dieses unbekannten Wappens. Ja, ich spreche von euch. In euch scheint ein unglaubliches Talent zu ruhen. Noch unglaublicher ist höchstens, mit welch scharfem Auge die große Rhea dies erkannte. Ich will schlafen. Nee, noch nicht. Scheint hier nicht weiter zu gehen, aber hier ist noch was Verstecktes. Oder ist das... Wo ist denn das? Das ist ja interessant. Hier rein? Ah, ja, ja, ja. Geschichte Fodlands Teil 2. Okay, dann müssen wir hier zuerst Teil 1 lesen, ne? Geschichte Fodlands Teil 1. Die Menschen litt lange unter der Tyrannei des gnadenlosen Chaos. Der niederträchtige Nemesis, der sich selbst den Namen Befreier gab, ergötzte sich an Krieg und Blutvergießen. Doch anstatt sich gegen seine Verfolgung aufzulehnen, verfielen die Bewohner Fodlands in wütende Raufereien, um durch Mord und Diebstahl Macht zu erlangen.
41 Jahre vor der Gründung des Adrestianischen Kaiserreichs. Die heilige Syros erschien im Land von Enbar und verbreitete durch die unbegreiflichen Wunder, die sie vollbrachte, Licht im ganzen Land. So vereinte sie auch die angeschlagenen Herzen der reinsten Menschen Fodlands, die daraufhin die heilige Kirche der Syros gründeten. Jahr 1 des Kaiserreichs, die Gründung des Kaiserreichs Adrestia. Im ersten Jahr unseres Kalenders wurde das glorreiche Adrestianische Kaiserreich gegründet. Seinen Namen verdankte es einem Orakel und seine Zukunft wurde von der Göttin gesegnet. Seine Hauptstadt Enbar sollte über den Süden Fodlands herrschen, dem auch die heilige Syros ihre Macht verlieh. Jahr 32 des Kaiserreichs, der Krieg der Heroen. Wilhelm Paul Reswelk, der erste Kaiser von Adrestia, hob eine Armee zur Vereinigung Fodlands aus. Mit all seiner Macht ließ er die Ländereien jener Häuser zerstören, die es wagten, ihrerseits nach mehr Macht zu streben. Jahr 46 des Kaiserreichs, die Schlacht von Gronda. Ein heftiger Kampf entbrannte auf dem Feld von Gronda, auf dem die Häuser, die sich Nemesis angeschlossen hatten, und die Armee des Kaiserreichs Adrestia aufeinandertraf. Die kaiserliche Armee ging dort als Sieger hervor. Jahr 91 des Kaiserreichs, die Schlacht von Teiltern. Die Häuser, die sich Nemesis angeschlossen hatten, und die kaiserliche Armee traten erneut gegeneinander an. Diesmal auf der Ebene von Teiltern. Dort fiel der finstere Nemesis schließlich und das Kaiserreich konnte einen wichtigen Sieg erringen. Jahr 98 des Kaiserreichs, das Ende des Kriegs der Heroen. Der Nachfolger von Kaiser Wilhelm I., Lykaon, erlag einer plötzlichen Erkrankung. Das Kaiserreich, das über den Großteil Fodlands herrschte, ergriff sogleich die Gelegenheit, um den scheinbar endlosen Krieg zu beenden. Geschichte Fodlands. Hä, jetzt ist wieder Teil 1. Hier ist Teil 2. Jahr 721 des Kaiserreichs, der erste Krieg von Miach. Die Armee Daktas kam übers Meer. Obschon die kaiserliche Armee sich dem Angriff widersetzen konnte, wurde das Land Miach schwer verwüstet. Jahr 728 des Kaiserreichs, die Invasion von Brigid. Das Kaiserreich fiel in das Archipel von Brigid ein, das von einem Volk bewohnt war, das mit Dakda verbündet war. Als Strafe für seine Weigerung zu kapitulieren, wurde das Volk von Brigid dazu gezwungen, sich dem Kaiserreich zu unterwerfen. Jahr 731 des Kaiserreichs, die Invasion von Dakda. Aufgrund seiner sicheren Stellung in Brigid startete das Kaiserreich von dort aus eine groß angelegte Invasion auf Dakda. Das Kriegsglück war jedoch nicht auf seiner Seite und so scheiterte der Angriff. Jahr 747 des Kaiserreichs, die Rebellion von Fergus. Luke, ein Nachfahre eines der Häuser, die zuerst mit dem Kaiserreich im Krieg lagen, hob eine Armee aus, um die Unabhängigkeit zu erklären und führte das Land Fergus in eine erbitterte Rebellion. Dieser Konflikt wurde später Adler-Löwen-Krieg genannt. Jahr 751 des Kaiserreichs, Gründung des Heiligen Königreichs Fergus. Luke und seine Widerstandsarmee feierten einen Sieg über die kaiserliche Armee. Die heilige Kirche der Syros vermittelte zwischen beiden Seiten und Fergus sicherte sich als heiliges Königreich Fergus seine hart erkämpfte Unabhängigkeit. Jahr 801 des Kaiserreichs, die Rebellion von Leicester. Im kaiserlichen Leicester brach eine Rebellion aus, die die kaiserliche Armee nicht niederschlagen konnte. Das Heilige Königreich nutzte den Aufstand als Gelegenheit, um seine eigene politische Macht auszuweiten, überfiel Leicester und annektierte das Land. Jahr 861 des Kaiserreichs, das geteilte Fergus. Nach dem Tod von König Klaus I. erhielten die drei Prinzen den Titel des Erzherzogs und teilten das Heilige Königreich Fergus auf, um so über drei eigenständige Länder herrschen zu können. Jahr 881 des Kaiserreichs, der Halbmondkrieg. Der über den Leicester-Teil des Königreichs herrschende Erzherzog erlag einer Krankheit. Die Fürsten von Leicester lehnten es ab, seinen Nachfolger anzuerkennen und verbündeten sich stattdessen, um gemeinsam als Allianz zu herrschen. Jahr 901 des Kaiserreichs, die Gründung der Allianz von Leicester.
Die Allianz von Leicester wurde offiziell gegründet, nachdem alle feindlichen Adligen unterworfen und jegliche Einmischung gegnerischer Kräfte aus Regionen von Fergus unterbunden waren. Die bestimmende Figur war von Beginn an Herzog Riegan, das unbestrittene Herz der neu gegründeten Allianz. Jahr 961 des Kaiserreichs. Die almyrische Invasion. Almyra, die große Nation im Osten, überquerte Vodlands Kehle und drang in das Gebiet der Allianz ein. Das Kaiserreich entsandte Truppen, um die Bedrohung zu bekämpfen, und die Angreifer konnten mit letzter Kraft geschlagen werden. Jahr 1101 des Kaiserreichs, der Bau von Vodlands Medaillon. Um künftige Invasionen Almyras abwehren zu können, vereinigten sich die Allianz, das Königreich und das Kaiserreich und bündelten ihre Ressourcen, um gemeinsam das Fort namens Vodlands Medaillon zu errichten. Okay, okay, hier gibt's noch ein paar Dinge. Reisetagebuch Band 1. Ein Buch, das sich hauptsächlich mit der Welt jenseits von Vodland befasst. Der Verfasser ist unbekannt, muss diese Region jedoch tatsächlich mit eigenen Augen gesehen haben. Almyra, ein Königreich östlich von Vodland. Sein Gebiet grenzt an die Allianz von Leicester, wobei die Grenze durch die gewaltige Bergkette namens Vodlands Kehle gesetzt wird. Sein Volk bleibt seinem Erbe als Reitervolk treu und liebt die Schlacht. Über die Weiten des Königreichs erstrecken sich furchtbare Prärien, Einöden und Berge. Albinea, ein Kontinent, der nordwestlich von Vodland liegt. Mit seinem eisigen Klima ist er Heimat für zahlreiche rare und wertvolle Arten von Flora und Fauna. Dennoch ist er nur schwach von Menschen besiedelt, da aufgrund der großen Kälte und der gefrorenen Böden weder Weizen noch anderes essbares Getreide wächst. Morphis. Dies ist der Name einer Stadt der Magie im Südosten Vodlands sowie der grenzenlosen Wüste, die sie umgibt. Einst war die Metropole auch als Stadt der Illusion bekannt. Dank eines Netzwerks aus Handelsrouten verbreiteten sich die Gerüchte über ihre großartige und absolut geheimnisvolle Magie stets weiter. Dakda. Ein Kontinent im Südwesten von Vodland. Er ist extrem weit entfernt und es gibt zahlreiche Gerüchte über diese unbekannte Welt. Manche sagen, er sei ein tropischer Regenwald. Andere behaupten, er sei ein riesiges Eisplateau. Fakt ist, dass es sich weit über Süden und Norden erstreckt und daher viele verschiedene Landschaften und Klimazonen besitzt. Hier noch. Nummer 2. Das hatten wir schon, das ist das Intro und dann Brigid, ein Archipel zwischen Vodlan und Dakda. Es ist ein Schlaraffenland, das oft als perfekte Verbindung von sanftem Meer und üppiger Natur bezeichnet wird. Sowohl Vodlan als auch Dakda haben lange darum gekämpft. Zreng. Einst war dies der Name einer gewaltigen Halbinsel im Norden Vodlands. Heute trägt jedoch nur ihre nördliche Hälfte den Namen Zreng, während der südliche Teil unter der Herrschaft des heiligen Königreichs Fergus steht. Die riesige Einöde wird von kriegerischen Clans bewohnt. Bestimmte Gebiete sind von einer Geröllwüste bedeckt. Duskur, eine Halbinsel nördlich von Vodlan an der Westseite von Zreng. Die ursprünglichen Bewohner von Duskur wurden stark dezimiert und heute gehört es zum heiligen Königreich Fergus. Das Land weist keinerlei Besonderheit auf, die Reisende anziehen könnte. Allerdings gibt es Gerüchte über wertvolle Mineralvorkommen. Ogmaberge. Eine gewaltige Bergkette, die sich leicht südlich von der Mitte Vodlands erstreckt. Im Westen bildet sie die Grenze zwischen dem Kaiserreich und dem Königreich und umgibt Garrick Mac, während sie durch das Kaiserreich führt. Viele der Tiere und Pflanzen dort gibt es nirgendwo sonst in Vodlan. Außerdem gibt es dort reiche Mineralvorkommen. So, hier ist noch wer. Linhard. Buch der Cyrus. Teil 1, die Offenbarung. Die Göttin ist alles, sie ist der Himmel und die Erde. Sie ist die leibhafte Ewigkeit, sie ist das Jetzt, die Vergangenheit und die Zukunft. Ihre Augen sehen alles, ihre Ohren hören alles, ihre Hände schützen alles. Sie, die mit dem heiligen Wort der Göttin beehrt wurde, die Zeugin ihrer Herrlichkeit wurde, ist die, die Cyrus genannt wird. Sie ist die Botin des Himmels, der Brücke zwischen dem Land, oben und unten, und ihr Segen bringt allen die Botschaft des Friedens. Kraft der Allmacht und Weisheit der Göttin sorgt Cyrus dafür, dass der Wille der Göttin geschieht.
Als Schwert der Göttin wehrt Syros das Böse ab. Als Kind der Göttin macht Syros Sterbliche zu Herrschern. Als Flügel der Göttin erhebt Syros ihr Volk. Als Stimme der Göttin predigt Syros die Liebe. Das ewige Schwert ist dir anvertraut, die Herrscher sind von dir gekrönt. Die Flügel ebnen deinen Weg, die Stimme vertraut dir. Mögest du den Segen der Göttin haben, zu jeder Zeit. Das war sehr poetisch. Wieso ist das wieder Teil 1? Wir hatten doch einen zweiten Teil gefunden. Die Schöpfung. Am Anfang, inmitten des großen, wolkenlosen Meers, entstand Fodlan. Am Ende einer langen Reise erspähte es die Göttin und ließ sich dort nieder. Auf jenem heiligen Boden hauchte sie der Welt Leben ein und erschuf alle Lebewesen. Durch die Hände der Göttin keimten Pflanzen, schwangen sich Vögel in die Lüfte und wanderten Tiere durch das Land. Schließlich erschuf sie die Menschen. Als die Menschen sich nach Macht sehnten, gewährte sie sie ihnen. Sie beschenkte sie mit dem Segen des Himmels und der Erde. Durch die magischen Künste wuchs die Macht der Menschen, unwissend, dass große Macht zugleich auch großes Übel bedeutet. Den Menschen erging es gut unter der schützenden Hand der Göttin. Durch ihren Segen gediehen sie und ihre Zahl wuchs. Binnen kürzester Zeit wurden sie zu den mächtigsten Kreaturen Fodlands. Alles war gut, bis vom Norden Dunkelheit herüberzog. Eine Dunkelheit, die die Erde verschlang, den Himmel schändete und die Welt und ihre Bewohner ins Chaos stürzte. Angesichts des Bösen erschuf die Göttin einen neuen Quell der Macht. Sie schenkte ausgewählten Individuen heiliges Blut, das es ihnen ermöglichte, übernatürliche Waffen zu nutzen, um sich gegen die Dunkelheit zu behaupten. Diese Seelen, bestärkt durch ihre göttliche Gabe, besiegten die Bösen und trieben sie zurück in den Norden. Sie wurden als Helden bezeichnet. Die Helden hatten unnatürlich lange Leben, über mehrere hundert Jahre. Doch auch als sie ihren letzten Atemzug taten, blieb die Macht ihres Blutes bestehen und prägte die Welt. Diese Macht, die weitervererbt wurde, wurde fortan Wappen genannt. Die mystischen Waffen, die die Helden führten, werden nun als Heroenrelikte bezeichnet. Und so ward die Legende eines neuen Zeitalters geboren. Die Nachkommen der Helden begehrten die Macht ihrer Vorfahren und somit deren Blut. Alsbald häuften sie Wappen, Relikte, Reichtum und Land an und begannen das Land in den Krieg zu stürzen. Die Macht der Göttin für den Kampf gegen das Böse erschaffen, verkam einzig aufgrund der Gier der Menschheit zu einem zerstörerischen Werkzeug. Die Göttin trauerte und zog sich mit gebrochenem Herzen in den Himmel zurück. Da erfährt man wirklich viel, hey, das finde ich gut. Moin, der will nicht reden. Schade. Buch der Syros Teil 5. Wo ist denn 3 und 4? Wir müssen nochmal gucken. Das Gefühl, wenn man geradezu durch ein Meer aus Büchern wartet, um schließlich das eine zu finden, das man die ganze Zeit gesucht hat. Das ist einfach das höchste der Gefühle. Wie finden dahingegen all diese Narren, die Tag ein, Tag aus nur ihre Rüstungen polieren und ihre Schwerter schärfen, bloß Freude an ihrem Leben? Deine Klasse? Ja, sie hat durchaus ihren Reiz. Es gibt allerdings noch jede Menge Bücher in dieser Klasse, die ich lesen möchte. Sprich mich aber ruhig mal wieder an. Ist wieder nicht interessiert. Moin. Der will auch nicht reden. Adel des Kaiserreichs. Geh einfach ein bisschen durch. Sonst haben wir alles gelesen. Meine ich, die beiden haben wir. Das ist Teil 2, Teil 1. Hey there. Teil 5, die 5 Gebote. Du sollst nicht an der Existenz und Macht der Göttin zweifeln. Du sollst den Namen der Göttin nicht missbrauchen. Du sollst deinen Vater und deine Mutter und alle respektieren, die der Göttin dienen. Du sollst die Macht, die dir von der Göttin verliehen wurde, nicht missbrauchen. Du sollst nicht töten, Lügen stehlen oder andere verletzen, solange es nicht auf Geheiß der Göttin geschieht. Die Göttin liebt und schützt alles Schöne in dieser Welt. Die Göttin wird niemals Liebe, Zuneigung, Glück, Frieden, Glauben, Güte, Selbstbeherrschung, Bescheidenheit oder Geduld ablehnen. Folge ihrem Vorbild und du wirst ihre Regeln einhalten.